Vom Frühjahr bis zum Herbst bringt Frank Schumacher Einheimische und Besucher über die Elbe bei Arneburg. Ganz ohne Motor. Die Fähre wird allein durch die Kraft der Strömung angetrieben. Hier soll schon im 15. Jahrhundert eine Fähre hin und her gefahren sein. Ich bin jetzt hier in Arneburg auf der Fähre 23 Jahre, mit meiner Ausbildung 25. Es ist schon eine tolle Zeit, ein Vierteljahrhundert, wenn man das nimmt. Es ist schön morgens, wenn ich zu meiner Arbeitsstätte fahre, die Natur zu genießen, die Tiere zu sehen. Ich empfehle jeden Besucher, diese mal wahrzunehmen. Zahlreiche bedrohte Tier- und Pflanzenarten finden in den Elbauen einen geschützten Lebensraum. Brücken gibt es hier nur wenige. Das verschont die Natur vor allzu viel Autoverkehr. Kilometerweit sind die Fähren die einzige Möglichkeit, den Fluss zu überqueren. Die Auen bei Arneburg gehören zum Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Viele Besucher besuchen die Stadt Arneburg. Sie nutzen hier unten den schönen Elbblick, der ist schon sehr gut. Aber den schönsten Ausblick hat man 25 Meter über dem Elbschromtal. Da ist der Burgpark und die große, schöne Aussicht. Und wir wollen jetzt mal dorthin gehen. Im Mittelalter diente die Anhöhe als Standort einer Grenzfestung. Denn die Elbe war immer mal wieder Grenzfluss zwischen Ost und West. Im Burgpark der ersten Empfehlung stehen noch Mauerreste aus dieser Zeit. Unter den uralten Bäumen gehen die Arneburger gern spazieren. Der Park hier, der erinnert mich an meine Jugendzeit, diese Idylle. Meine jetzige Frau, die kenne ich zwar aus der Schule, aber hier auf dem Burgberg haben wir uns getroffen, um die Ruhe zu genießen und die ersten Schmusestunden zu absolvieren. Vielleicht sollten Sie auch mal den Burgpark besuchen und auch vielleicht mal ein klein wenig schmusen. Von der noch etwas höher gelegenen Aussichtsterrasse erschließt sich die ganze Weite der Mittelelbe, die über 400 Kilometer bis kurz vor Hamburg verläuft. Am Westufer liegt Arneburg. Die Häuser wurden nach dem Stadtbrand von 1776 gebaut. Auf dem Marktplatz erinnert der Brunnen an die lange Schifffahrts- und Fischertradition des Ortes. Die zweite Empfehlung ist die Stadtkirche St. Georg aus dem 12. Jahrhundert. Unsere Kirche hier in der Stadt Arneburg ist die älteste in der Altmark. Sie sollten die Zeit nutzen, diese auch mal zu besuchen. Hinter den Feldsteinmauern überrascht im schlichten Innenraum der romanischen Kirche ein Barockaltar. Der wurde aus einer Kapelle in Quedlinburg hierher umgesetzt. Die Tür des evangelischen Gotteshauses steht von April bis Oktober allen offen. Die dritte Empfehlung von Frank Schumacher ist sein Lieblingsrestaurant im Hotel Goldener Anker. Das Highlight hier sind die Fische. Hier im Keller befindet sich ein großes Aquarium. Das hat etwa 10.000 Liter Fassungsvermögen. Es soll für das Publikum darstellen den Querschnitt unserer Elbe. Hier kann man auch Fisch essen. Aber nicht die im Aquarium. Die sind nur zum Anschauen. Frank Schumacher hat heute nur noch Zeit für einen Kaffee. Dann muss er auch schon wieder zurück auf seine Fähre. Wer in Arneburg von einem Ufer der Elbe zum anderen übersetzen will, soll auf keinen Fall lange warten müssen.